Hallo, ich bin Hardy Westorf, ich bin 44 geworden und komme aus Neunkirchenförden und habe beim perfekten Dinner mitgemacht. Ich habe mich schon vor ein paar Jahren immer beworben, weil ich gucke die Sendung zwischendurch ganz gerne und ich fand das Konzept total klasse, einfach mit wildfremden Leuten eine Woche zusammen zu kochen, gutes Essen und ein bisschen Wein dabei trinken und Quatsch labern. Ich hoffe, dass wir lustig rüberkommen sind, also, oder auch ich, dass ich lustig rüberkommen bin, dass ich authentisch rüberkommen bin und dass die Zuschauer das auch so verstehen. Jeden Moment. Wir haben das, jeden Moment haben wir so geil genossen, alle fünf zusammen. Von daher, doch, nein, es gibt viele geile Momente. Ich kann dir 25 aufzählen. Einer der schönsten Momente war das allererste Interview Montagnachmittag mit Reinhard, mit einem wildfremden Menschen, den ich vorher noch nie gesehen habe. Und wir haben uns auf Anhieb so verstanden, dass es ein hammergeiles Interview sein müsste. Ja, es gibt mehrere, aber eins. Das darf ich auch ruhig schon verraten. Monikas Vorspeise, das rote Beete Carpaccio, war der Hammer.